Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong of Podcast. Und heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast am Start, nämlich Lisa Lisachenko. Lisa ist Ärztin und Health Coach und gerade so im Bereich der funktionellen Medizin tätig. Also schön, dass du da bist, Lisa. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich mal starten, stelle ich doch nochmal selber in zwei bis drei Sätzen vor, wer du bist und was du machst. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin Lisa, ich bin Ärztin, ich bin Health Coach und äh, Gesundheit war eigentlich schon immer meine Leidenschaft. Deswegen dann auch das Medizinstudium, wobei da ich halt festgestellt habe, man natürlich schon sehr immer die Krankheiten im Fokus hat und ich hatte dann relativ schnell nach meinem Studium noch eine Health-Coaching-Ausbildung rangehängt, weil ich einfach gesehen habe, ähm, ja, es, es macht auch Spaß, kranken Menschen zu helfen, aber ich finde es viel wichtiger, schon viel früher anzusetzen und die Leute gar nicht erst krank werden zu lassen. Das ist so meine Leidenschaft, ähm, das macht mir Spaß, dafür stehe ich. Ja, das ist schon mal super, dass du so einig. Ich äh, wollte gerade sagen, aber mhm. das ist ja so ein bisschen der Einstieg auch gleich in die äh, thematische Folge heute. Aber bevor wir darauf ähm, eingehen, Gesundheit ist deine Leidenschaft. Wie kam es dazu? Ähm. Um. Gute Frage. Also es war tatsächlich schon so im Grundschulalter, dass wir ähm, mal sowas wie Projektwochen hatten und wir hatten einen kleinen Schulgarten und dann haben gesagt, okay, wir machen erstmal ein gesundes Frühstück und dann <laughs> haben wir im Schulgarten geerntet und die Lehrerin hat so Königin Frischkäse und so Vollkornbrot Nein. mitgebracht und irgendwie war das so, ja, hat mir Spaß gemacht oder wenn man dann mal was gelernt hat, so… Äh, ja, man soll aufrecht stehen. Ja, warum eigentlich? Wegen der Rückenmuskulatur und so. Es war halt immer, sobald irgendwas aus dem Thema Gesundheit kam, waren meine Ohren und Augen gleich ganz weit offen und es hat mich jetzt schon immer interessiert. Crazy, bei mir war es irgendwie ganz anders. Also bei okay. mir gab es irgendwie so Schokopuddings und so alles nur und so mit aufrechter Körperhaltung. So die Tipps, das gab es bei uns <laughs> sowas von gar nicht. Ich glaube, bei mir... Ähm, mit nochmal 13 Jahren mehr war es gar nicht im Fokus. Also es war gar nicht so existent in dem Sinne, sich so um Gesundheit zu kümmern. Damals war es höchstens, also damals klingt jetzt so ultradramatisch, aber äh, auf natürliche Art und Weise. Äh, noch so auf Bäume klettern, im Wald spielen, äh, in, durch den Bach gehen, angeln und so ein Kram. Ähm, was mich noch interessieren würde, äh, Lisa, ist, wie bist du denn dann darauf gekommen, dich damit entgegen eigentlich einer normalen medizinischen Laufbahn äh, selbstständig zu machen? so wie du es jetzt machst, das würde mich noch interessieren. Also ich habe ja die klassische Laufbahn schon durchzogen und bin da auch immer noch drin. Also ich arbeite ah, okay. nach wie vor als Fachärztin für Allgemeinmedizin, habe die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin gemacht, mache jetzt auch noch die Ernährungsmedizin und halt nebenher jetzt noch den Masterstudiengang Präventive und Funktionelle Medizin und mache das Health Coaching sozusagen nebenbei, weil das halt wirklich das ist, was so meine okay. Leidenschaft ist. Ja, ah, stark. Dann oh, ist genau. das Bild komplett. Aber warum, ähm, ich finde das irgendwie total spannend gerade, warum hast du dich noch entschieden in Bezug auf den Health Coach? Weil das primäre Statement war so ein bisschen gerade ähm, Symptom- und Ursachenorientiert. Ähm, ja. Inwieweit, und ich will gar nicht äh, die Schulmedizin jetzt so hart, weiß ich nicht, bashen oder irgendwie, keine <laughs> ah. Ahnung. Aber wir sind ja auch so sehr, wir sind ja sehr gleich, glaube ich, dass wir so, so alle so sehr ursachenorientiert, also auch yeah. hier gerade auch im Trainingsbereich, dass wir gar nicht irgendwie nur Schmerzen, in Anführungsstrichen behandeln oder beseitigen, sondern wir versuchen auch da mal nach der Ursache zu gehen. Ähm, was war so der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du dich entschieden hast, okay, ich möchte jetzt noch einen Step weitergehen, ich mache jetzt noch eine Weiterbildung dann auch im Bereich Health Coaching, so diese ganzheitliche, funktionelle Medizin, wenn man das so nennen kann? Also ich glaube so ein bisschen auch doch durch meine Geschichte. Also viele kommen ja sozusagen über das Leiden dann in den Weg der Gesundheit rein. Und bei mir war es tatsächlich so, ja Gesundheit war schon irgendwie immer, immer ein Thema, aber auch das kann krankhafte Ausmaße annehmen. Ähm, beispielsweise Thema Essstörung, was bei mir viele Jahre ein Thema war. Und ich habe immer gemerkt, dass noch mehr. Und in der Health-Coach-Ausbildung war dann halt total viel auch mit dabei, sowas wie ähm, Resilienztrainer, Stressmanagement und halt wirklich den Menschen noch mal so als Ganzes sehen. Es ist halt nämlich eben nicht nur wichtig, dass das Gewicht stimmt und vielleicht die Komposition zwischen Fett und Muskulatur und sowas passt und ähm, dass man seine sieben Stunden Schlaf bekommt, sondern es ist halt wirklich das Ganze. Wie ist der Alltag? Habe ich gerade viele Stressoren? Wie gehe ich damit um? Ähm, weil es bringt halt nichts, wenn man das perfekte Blutbild hat und keine Freude mehr hat und ähm, nicht mehr, wenn man zum Geburtstag bei der Oma eingeladen ist, mal ein Stück Kuchen essen kann. Das ist für mich halt, also ich schaue da immer, dass die Balance stimmt. Und ähm, ich habe sie in der Schulmedizin sehr vermisst und habe da halt auch immer gesehen, egal in welcher Fachrichtung man ist. Ich hatte als Chirurgin angefangen, ähm, als Allgemeinchirurgin, wo man schon noch ein relativ breites Blickfeld hat, aber auch da hatte man dann immer... Den Chirurgen für den Darm, den Chirurgen für die Leber. Und dieses Gesamte, das war halt das, was ich so spannend fand, dass man halt wirklich den gesamten Menschen anguckt, nicht nur alle Organe, sondern halt auch, wie ist das Mindset dazu, wie ist der Alltag von den Menschen, was für Stressoren hat der, weil nur wenn man wirklich alles anschaut, kann man halt auch ein optimales Ergebnis bekommen. Ja. ja absolut die sind zwar wichtig ne so der Chirurg für den Damen separat also die Spezialisten so die im positiven braucht man halt ne kann ich auch ein Lied von singen die Story ist auch bekannt durch einen Podcast, aber ähm, das Ganzheitliche, wenn jemand einfach früher ansetzen will, nämlich bevor ein Leiden überhaupt beginnt, ja. und das ist auch der Grund, warum wir das hier machen, warum wir auch diesen Podcast heute mit dir aufnehmen, äh, dazu wachzurütteln und gar nicht erst in ein Leiden reinzukommen, ähm, ist auch ein ganz großer Teil letztendlich von der strong philosophie auch genau wie du es propagierst. Und das machen einfach noch viel, viel, viel zu wenig Menschen, da mal drüber nachzudenken. Genau wie du sagst, die Faktoren, die du aufgezählt hast, Schlaf, also sieben Stunden zum Beispiel, Körperkomposition ist okay. Okay. Keine Ahnung, ich bin selber auch ein Beispiel. Ja, ich supplementiere, recht rigoros. Es hilft mir auch total, aber auch ich könnte andere Faktoren wie Stressmanagement und so weiter wahrscheinlich verbessern, auch wenn ich letztes Mal, also vor einem Jahr, das beste Blutbild hatte, ever. Aber genau wie du sagst, habe ich trotzdem, also wie jeder, glaube ich, noch immer Baustellen, die man verbessern könnte, um zum Beispiel weniger supplementieren zu müssen, weil da so viele Nährstoffe, Mikronährstoffe beispielsweise verbraucht werden durch Stress. Und so weiter, ein bisschen zu einfach zu stressige Denkmuster, die man so an den Tag legt, die man sich angeeignet hat und sowas. Das ist schon super, super interessant und boah, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, da noch gewisse Verbesserungspotenziale zu haben. Absolut. Ja, das Leben verändert sich auch ständig. Also, ich denke, es ist ja, ja. auch nicht das Ziel, irgendwie irgendwo bei einem perfekten Ziel anzukommen, weil das wird es nie geben, sondern halt immer zu gucken, was, was ist gerade los in meinem Leben und sich ja. da immer wieder anzupassen. Ja. ja. Die Dynamik ist einfach viel zu hoch, seien es ne, Schicksalsschläge, äh, auch positive Sachen, die im Leben passieren und Hand aufs Herz, wenn man ein Ziel erreicht hat ähm, und dann in ein Loch fällt, äh, ist crazy. Haben wir zum Beispiel auch in einem Podcast mit der Anna-Maria Wagner schon mal ähm, eruiert, also wenn man olympische Spiele gewinnt, ja, was machst du dann? Dann ja. ist alles irgendwie langweilig, hat Matthias Steiner damals auch gesagt, sehr, sehr deutlich, dann fällst du im Prinzip in ein positives Loch und Hast auch andere Probleme. Also, es gibt da wirklich jedes Extrem. Und ähm, ja, vorbereiten kann man sich vielleicht nicht, aber man kann eine gute Grundlage zumindest haben, anstatt dass dann noch irgendwas anderes oder es einfach schneller außer Kontrolle gerät. Ja, ja absolut. Erinnert aber ich finde das ganz, ganz cool, wie du es vorhin auch gesagt hast mit dieser Balance. Also, ich finde, man muss auch nicht diesen ja diesen Perfektionismus im Leben haben, dass alles ja. perfekt sein muss. Es geht immer um diese Balance. Ich habe gestern noch mit meinen Eltern darüber geredet: diese, diese goldene 80-20-Regel. Man kann mhm. 20% aus sich mal irgendwas gönnen. Aber äh, ja, wenn diese Balance mit diesen 80 Prozent einfach in allen Lebensbereichen, Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung, dann äh, ist das eigentlich relativ ja, top. Ansonsten, äh, ich habe mich die ganze Zeit überlegt, wie ich denn thematisch in diese Podcast-Folge einsteige. Und irgendwie will ich diesen Aufhänger nehmen in Bezug auf: Es gab vor zwei, drei, vier Monaten kam diese, ähm, das Jenke-Experiment mit dem Zuckerkonsum. Mhm. Hast du das gesehen? Ähm, Ausschnittsweise nicht komplett. Okay. Ich habe es auch, auch nicht komplett gesehen. Äh, war eine Aussage ganz spannend und zwar hat der Jenke, glaube ich, äh, vor dem Experiment ein Blutbild gemacht und hat so bestimmte Werte auch getestet und äh, er hat, glaube ich, die Werte noch nie so wirklich getestet und da hieß es dann, dass der äh, Jenke in so einem prädiabetischen Bereich war, weil er mhm. schon in Richtung Insulinresistenz ging und er sah optisch aber nie so wirklich aus. Also er ist hier nicht so krass übergewichtig und hat sich auch an sich immer gut bewegt. Mhm. Und das fand ich eigentlich total spannend, dass Darum geht es auch ganz viel heute, um das Thema Insulinresistenz und so gerade Prävention, wie wir uns bestmöglich auch vor Diabetes ja, schützen können und vor allem auch um das Thema Glucosemonitoring. Aber mal so als Einstiegsfrage an dich, ähm, vielleicht können wir mal das Thema Insulinresistenz erstmal aufnehmen. Was bedeutet das überhaupt? Weil ich glaube, dass den Begriff gibt es also in der Schulmedizin so gar nicht wirklich. Es gibt so, du hast kein Diabetes und wenn du einen Wert also irgendeinen Wert übertriffst, ich weiß ihn glaube ich gar nicht genau, 125, 130, irgendwie 135 und dann bedeutet das, du bist im diabetischen Bereich. Mhm. Was bedeutet dann diese Schwelle Insulinresistenz? Ja, also das ist super spannend. Also erstmal hast du völlig recht, das Thema Insulinresistenz hat in der klassischen Schulmedizin so die Kassenmedizin halt überhaupt keine Relevanz. Und die Insulinresistenz ist aber zum einen ähm, sozusagen ein, eine Vorstufe des Diabetes. Und die geht dem Diabetes halt schon teilweise zehn oder mehr Jahre voraus. Und wenn man das bei sich feststellt, hat man halt wirklich noch gute Optionen, das Ganze umzudrehen. Und ähm, die Insulinresistenz, ja, was ist das eigentlich? Also Insulin, fangen wir mal beim Insulin an. Ähm, Insulin ist für uns ein sehr sehr wichtiges Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, um Zucker, was im Blut ist, in die Zellen zu befördern. Das heißt, wir essen was, daraus nimmt der Darm dann den Zucker auf, der schwimmt dann erstmal im Blut herum. Da macht er aber eigentlich noch gar nichts, sondern das soll halt zu den Organen, um dann dort in Energie verwertet zu werden. Und um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu bekommen, brauchen wir Insulin. Das ist sozusagen der Schlüssel, der dann das Tor aufmacht und den Zucker in die Zellen reinlässt. Heutzutage ist es aber so, dass die allermeisten von uns viel zu viel Zucker essen und die Bauchspeicheldrüse die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Insulin zu produzieren, um den ganzen Zucker immer wieder in die Zellen reinzubekommen. Irgendwann sagen die Zellen sich, halt stopp, wir können nicht mehr. Und damit der Zucker trotzdem weiter noch in die Zellen reingeht, wird die Bauchspeicheldrüse immer mehr und immer mehr Insulin produzieren, damit der Effekt noch wirkt. Und das kann halt viele 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 Jahre gehen und wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann haben wir zwar ganz viel Insulin im System, aber es, der Körper schafft es trotzdem nicht den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transpor transportieren und der Zuckergehalt im Blut steigt an, und das ist dann der hohe Blutzucker, den wir haben, die Zuckerkrankheit der Diabetes. Ja, absolut. Das ist aber, glaube ich, so ein Druckschuss, dass viele denken, dass so eine Insulinresistenz bedeutet, dass die Bauchspeicheldose kein Insulin mehr produziert. Aber im Gegenteil, sie produziert dann eigentlich immer mehr, weil die ähm, Zellen eher ja, nicht mehr so sensibel genau. auf die ähm, auf das Insulinregin, Aber es ist total hoch spannend, weil das fand ich beim Experiment tatsächlich total spannend. Da können wir vielleicht so ein bisschen die Brücke, die Brücke jetzt schlagen, ähm, warum es so wichtig ist, da präventiv zu handeln. Weil der Henke war auch relativ, ja, ich sag mal, so sehr fassungslos in Anführungszeichen. Genau, wie steht. geschockt wie fast. Wie geschockt ja. gefasst, genau, weil er hatte damit nie gerechnet. Und gerade diesen prädiabetischen Bereich, den, ich mach mal, den kennen die meisten gar nicht und deswegen mhm. finde ich es total spannend, dass wir das Thema mit aufnehmen. Weil das kann jeder Person treffen, auch wenn man es optisch gar nicht sieht. Und deswegen mal so die Frage an dich, Lisa. Ähm, was wäre denn so, ähm, so ein erstes klassisches, vielleicht auch ein Blutbild, wo man vielleicht erkennen kann, okay, du bist im prädiabetischen Bereich und wenn es da Faktoren oder Werte gibt, die man testen lassen sollte oder abnehmen lassen sollte, welche wären das denn zum Beispiel? Ähm, also da möchte ich ganz kurz eine persönliche Geschichte zu erzählen, ähm, weil man sieht es den Leuten halt tatsächlich nicht an. Also ich habe ja drei Kinder und ich hatte Schwangerschaftsdiabetes. Und alle Leute waren geschockt, so wie du hast Schwangerschaftsdiabetes, du bist doch so sportlich, du machst immer Sport, du ernährst dich so gesund. Und man sieht es, also man sieht es den Menschen nicht an. Es gibt Risikofaktoren natürlich wie Übergewicht, Bewegungsmangel, ähm, aber äh, auch Leute, die halt sportlich sind, schlank sind, auch die können schon eine Insulinresistenz haben. Und äh, man kann tatsächlich einen Bluttest machen, das ist der Homa-Index. Da wird im nüchternblut Blut, also morgens, man sollte zwölf Stunden nichts gegessen haben, der Insulinwert und der Blutzuckerwert gerechnet, gemessen. Der wird dann mit einer Zahl irgendwie multipliziert und geteilt und da kommt ein Wert bei raus. Und dann gibt es ein Cut-Off, wo man sagt: Okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Insulinresistenz da ist oder eher nicht. Ähm, das ist jetzt nichts, was der Hausarzt in der Regel so macht. Der Hausarzt was jetzt jedem Kassenpatienten zum Beispiel auch zusteht, ist halt dieser Check-up 35. Das heißt, vor dem 35. Lebensjahr einmalig und danach ab dem 35. alle drei Jahre ähm, kann man diesen Check-up machen. Und da ist zumindest mal ein nüchterner Blutzucker dabei. Aber wie gesagt, der nüchterne Blutzucker kann noch viele Jahre lang im Normbereich sein, bis dann tatsächlich der Diabetes ausbricht. Und sogar da habe ich es aus meiner Praxiserfahrung gesehen, wo ich in der zivilen Weiterbildung war für meinen Facharzt. Selbst wenn man da schon über dem Cut-Off von 100 ist, also nüchtern, sollte der Blutzucker eigentlich immer unter 100 sein. Und wenn der dann so bei 105, 106 war ähm, und ich das mit meiner Ärztin, der Praxisleiterin besprochen habe, dann meinte sie: Ja, na ja, 105 ist ja schon quasi normal, weil die meisten sind schon so um die 100. Gucken wir dann halt in drei Jahren wieder. Also, das wird dann mit dem Patienten nicht mal besprochen. Und was ich auch empfehle, ist mal so einen Langzeitzucker zu machen, diesen HBA1C. Auch da gibt es so Werte, wo man sagt, ähm, so ist ja normal. Ähm, also unter 5,9 ungefähr, das ist von, La von Labor zu Labor so ein bisschen unterschiedlich. Bis 6,5 ist man in diesem Prädiabetes-Bereich und. Oberhalb von 6,5 hat man Diabetes. Und da gibt es aber schon wieder einige Sachen, die zu beachten sind, weil der HB1c ist abhängig von den roten Blutkörperchen. Also man misst am HB an den roten Blutkörperchen, wie viele Zuckermoleküle sozusagen da dran sind. Das wird dann in diesem Prozent angegeben, wo man dann sagt, ab 6,5 ist es Diabetes. Wenn man jetzt aber einen erhöhten Blutumsatz hat, zum Beispiel, weil man... Ausdauersportler ist und viel läuft, da gehen immer mal rote Blutkörperchen kaputt durch die Erschütterung. Oder wenn man regelmäßig Blut spendet. Oder an alle Frauen, die noch menstruieren, die eine starke Blutung haben, was gerade bei Frauen so um die Wechseljahre herum häufig ist, dass die Blutung sich verstärkt. Da kann es sein, dass der HbA1c normal ist, weil sie einfach einen höheren Blutumsatz haben, aber eigentlich schon Prädiabetes besteht. Also um da wirklich das rauszufinden, empfehle ich tatsächlich dann tatsächlich entweder den Homer-Index zu bestimmen oder was jeder auch zu Hause machen kann, mal so eine kontinuierliche Blutzuckermessung zu machen. Ja, absolut. Darauf gehen wir gleich auch noch rein. Aber das ja. hochspannend mit dem Homer-Index, weil das sehen wir zum Beispiel auch bei. Ich hatte das jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, bei einer Klientin auch gesehen. Ähm, da hat man es nicht wirklich angesehen. Deswegen ist es total spannend, wie du es auch gerade aus deiner Geschichte gesagt hast, dass du auch in so einem ja ähnlich Schwangerschaftsdiabetes ähm, war es und da war es auch beispielsweise so bei der ähm, Klientin. Man hat es optisch nicht wirklich gesehen, aber alle Werte waren relativ stark erhöht. Dann haben wir mal so ein Glukosemonitoring gemacht und das hat das dann exakt so widergespiegelt. Also die Werte waren relativ hoch, auch im Durchschnitt so bei 110, 115. Mhm. Ähm, und da sind, dachten wir auch erst, okay, das hätte ich nie gedacht, also nie für möglich gehalten, wenn ich nicht vorher ein Blutbild gemacht hätte und das dann sozusagen gesehen hätte. Und deswegen auch so, also. Das schüttel ich auch manchmal mal den Kopf in Bezug auf das, was du gerade meintest, wenn man so einen Wert wie 100, 500, sieht und das dann aber nicht so wirklich, also. Ja, das ist voll verantwortungslos, würde ja. ich das bezeichnen mittlerweile, ne? weil, wenn dann jemand äh, drei Jahre weggeschickt wird und offensichtlich, und das ist ja auch das, was in der Medizin dann meistens nicht gefragt wird, ob aus Zeitmangel, Interessenmangel beides. Geld, was auch immer, ähm, nicht gefragt wird. Wie leben Sie denn? Wie ernähren Sie sich denn? Äh, und so weiter. Ähm, das ist halt das Fatale. Wird jemand drei Jahre weggelassen? Vielleicht werden diese Angewohnheiten noch schlimmer. Dann kommt er drei Jahre wieder. Ist dann aber schon mittendrin ja. sozusagen im Negativszenario. Ne? Und das ist einfach ultra verantwortungslos. Mhm. Ja, also ich würde jetzt den Hausärzten da gar keine Schuld geben, weil es ist einfach so. Okay, dann hat er halt den Prädiabetes, selbst das ist ja keine Diagnose. Der mhm. kann ja tatsächlich erst handeln, wenn, die Manif wenn der manifeste Diabetes da ist. Dann gibt es so DMP-Programme, wo er dann alle drei Monate zur Blutkontrolle kommen kann. Würde der Hausarzt sagen, oh, hier, dein nüchtern Glucosewert ist ein bisschen erfüllt, ich würde mal gern noch mehr Tests machen. Dann wäre das sofort eine Selbstzahlerleistung. Und... Ähm, ich denke, viele Patienten würden sogar noch sagen, okay, das, das zahle ich gerne für meine Gesundheit. Nur der Arzt, alles was dazugehört, diesen ganzen Aufklärungsgespräche, ähm, Tipps zur Ernährungsumstellung, das würde der alles nicht bezahlt bekommen als klassischer Kassenhausarzt. Aber genau deswegen machen wir mitunter diesen Podcast, um den Menschen Sehr also gut. sozusagen ähm, zu helfen und sie letztendlich auch wach zu rütteln, also euch alle Zuhörer, dass es einfach irgendwo um mal ganz klar zu sagen, diese, deswegen schwächelt dieses System halt ja. an genau dieser Stelle. Das muss man sich einfach als normaler Verbraucher, schrägstrich Patient, in, dem, in der Hoffnung, dass unsere Zuhörer seltener, weniger oder später zum Patienten werden oder am besten gar nicht, ähm, dass es da einfach so eine gewisse Grauzone gibt, die einfach nicht erfüllt wird von den Ärzten. Und das bewusst zu machen, da liegt uns halt super viel dran. Deswegen sind wir mittendrin im Thema und zwar so on point, auch dank deiner Hilfe, das einfach bewusst zu machen, zu sagen: Entweder, aber das ist annähernd aussichtslos, stellt mal dem Arzt eine Frage, kann ich da irgendwo mehr tun? Und dann, selbst dann, das wird ja meistens, ich sag mal ganz salopp, doch irgendwo abgewatscht, ne, zu sagen: Nee, nee, das, das mhm. warten wir jetzt erstmal ab. Also. Fast und jetzt will ich keinem zu nahe treten, natürlich, geschweige denn irgendwelche Schuldzuweisungen machen. Aber selbst wenn es so kommt, ist ja okay, weil der kommt dann ja wieder. Dann wird ja die Leistung konsumiert. Ne? Aber die andere Richtung müsste eigentlich und dann greift wirklich das Wort, was wir als unseren Beruf bezeichnen, da dürfte und müsste eigentlich schon gecoacht werden. Und Coaching ist nun mal Fragen stellen. Und das wird halt nicht gemacht. Äh, in dem ja. Sinne so, wie ernährst du dich? Ne? Wie managst du deinen Stress? Wie viel Stress hast du überhaupt? Wie schläfst du und so weiter? Um einfach mal so diese Faktoren, wie ernährst du dich natürlich, äh, um diese Faktoren wirklich mal abzuchecken. Und das ist ja eigentlich kaum ein Aufwand, aber sich mal über einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, drei Monate, einmal in einer Stunde mit dem Coach zusammenzusetzen und das wirklich mal durchzuscannen. Das ist einfach ne, und das, auch da genau gibt diese es ja Lautzone. Fragen. Genau, und auch da gibt es ja Fragen, wenn man die stellt, die dann schon so ein bisschen auf Insulinresistenz hinweisen können. Zum Beispiel ähm, trotz Kaloriendefizit keine Gewichtsabnahme. Denn okay. Insulin ist ein Wachstumshormon und wenn man davon viel im System hat, lässt der Körper halt nichts los. Also Insulin ja. hemmt die Fettverbrennung. Häufige Hungerattacken, also wirklich, man hatte vor zwei Stunden was gegessen, plötzlich kommt es wie aus dem Nichts wieder, man will unbedingt was sofort essen. Ähm, solche Sachen, das spricht alles für eine Insulinresistenz, dass man nach Mahlzeiten müde ist. Eigentlich ist ja unser Essen dafür da, uns Energie zu geben. Aber wie viele Menschen kenne ich, die nach dem Mittagessen erstmal in dieses Suppenkoma fallen oh. und irgendwie zwischen 14 und 15 Uhr nur mit ganz viel Kaffee dann noch ihren Tag so schaffen. Naja, absolute Abwärtsspirale, dann irgendwann. Aber das waren unfassbar hochspannende Punkte, gerade die drei, die du genannt hast. Also das wäre auch so einer der äh, Fragen gewesen, was so typische Signale vom Körper ja. sind, so in Bezug auf Insulinresistenz. Ähm, weil auch genau diese drei, die du gerade äh, äh, genannt hast, äh, auch das würde man optisch nicht einer Person sehen, weil das könnte auch das könnte jeder Person sein. Und ich habe mich auch wiedererkannt von ein, zwei Sachen, die du gerade genannt hast. Gerade sowas wie ähm, Müdigkeit nach dem Essen. Das hatte ich auch schon, also mhm. bevor ich das mit dem Glucosemonitoring gemacht habe und das wirklich mal bei mir persönlich individuell optimiert habe. Aber auch da muss sich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin mal sich jetzt mal kurz vielleicht auch hinsetzen, mal auf Stopp drücken und das nochmal so ein bisschen. Was du gerade meintest, einfach mal reflektieren. Okay, habe ich eins von den Sachen? Mhm. Wie ist es denn? Und dann vielleicht wirklich mal zum Blutbild gehen und die Blutwerte wie ein HbA1c, ein HOMA-Index zum Beispiel, ein Glykose nüchtern äh, messen und dann auch vielleicht das glukose monitoring was wir jetzt gleich äh, ähm, ja. angehen werden, mal durchführen. Aber es ist halt so unfassbar wichtig, das zu machen. Ja, definitiv. Also, zum einen werden die Faktoren, also die Symptome, zu sehr abgewatscht, so nach dem Motto: ja, es kann ja nicht so relevant sein, weil es, wie du ja auch vorhin gesagt hast, über einen Zeitraum von zehn Jahren sich aufbauen kann. Dann hat man plötzlich Diabetes. Ja, nein, es war halt nicht plötzlich. Das Ganz haben wir auch genau. schon relativ häufig hier gesagt. Ne? Also, das muss man einfach erstmal. Bedingungslos anerkennen. Da kommt man an einer gewissen rationalen Komponente einfach nicht vorbei. Das kann man das auch nicht. Das finde ich so reden. schön, ja, ja? wie du das sagst. Niemand hat plötzlich Diabetes und niemand hat plötzlich einen Herzinfarkt. Das sind alles chronische Erkrankungen, die man schon genau. seit mindestens 10, 20 Jahren hat. Es kam aus dem Nichts. -So. Nein, kam es nicht. Ja, ne? So nach das dem Motto. Ja, genau. so Häufig <laughs> zum Beispiel. Und was wir, ähm, wenn wir aber sowas sind wie Homer-Index, ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne an die Hand geben, äh, Bereitet das vor, wenn ihr zum Arzt geht und euch jetzt wiedererkennt, der Arzt fühlt sich in der Regel entweder überrumpelt oder sogar bevormundet. Ähm, also da muss man mal vorsichtig nachfragen bei vielen zu sagen, bis ähm, bisschen zu, dass dann auch eine Sprechstundenhilfe vielleicht fragt, so, was ist denn der Homa-Index? Was wollen Sie denn jetzt hier? Äh, also diese selbsternannten Patientenexperten, die sind ja nicht so gerne gesehen. Ich bin da mal sehr direkt mit und will damit auch nur helfen, dass man vielleicht seinen Hausarzt mal vorbereiten sollte oder muss. Ähm, also, seid damit etwas vorsichtig. Hier kann ich einen Tipp noch mitgeben für all die Leute, die halt so den schwierigen Hausarzt haben, der ungern extra Labor macht. In allen großen Städten, also ich komme halt aus Berlin, hier gibt es mehrere Labore. Es gibt mittlerweile sehr viele Direktlabore. Da kann man einfach anrufen und sich einen Termin machen, geht mit einer Liste hin und sagt, die und die Werte möchte ich haben. Und da kann man dann auch sicher sein, dass auch mit der Präanalytik alles passt, weil gerade Insulin ist ein bisschen unstabil. Wenn da beim Probentransport was schief läuft, weiß man am Ende auch nicht so richtig, ob das so aussagekräftig ist. Also, das ist immer mein Tipp: guck, wo es bei dir in der Nähe direkt Labor, ruf da einfach an, mach dir deine Liste und ähm, dann kriegst du genau das, was du haben möchtest und ja. auch qualitativ gut gemacht. Kann ich auch nur aus unserer Erfahrung, danke dafür, äh, bestätigen, dass immer mehr von unseren Klienten das auch genauso durchführen. Also, das ist für die Labore mittlerweile sehr, sehr normal, das zu machen. Also, habt da keine Angst vor, jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, probiert das ruhig mal aus. Ne? Natürlich reden wir dann von einer Selbstzahlerleistung. Ich komme wieder mit meinem Magnesium-Beispiel. Ne? Alleine das ist ja in einem normalen Blutbild nicht drin. Wenn man das mal abnehmen lassen möchte, ob jetzt Sportler oder selbst nicht, ähm, auf jeden Fall, ist, wir reden von irgendeinem Euro 50, 2,50 Euro teilweise. Teilweise sind die Werte auch deutlich teurer. Ähm, da gehen wir ja auch relativ weit mit mittlerweile. Ich denke, das machst du genauso. Aber ja. wenn man diese Werte dann mal hat, dann kann man sich selber auch gut managen. Und wenn man das mal, also mit einer Verhaltensveränderung, zwei, drei. Monate durchgezogen hat und auf einmal sich wundert, wieso habe ich so viel Energie und so weiter oder warum bin ich so stabil oder wieso habe ich eigentlich keine Probleme mehr. Meistens fällt es dann ja gar nicht auf, weil alles, was so neutral bis gut wird, das wird dann meistens gar nicht wahrgenommen. Wobei die Menschen, die dann vorher wirklich Probleme hatten, die finden das dann schon echt äh, klasse in der Regel. Ja. Und ähm, man muss sich einfach mal der Sache gegenüber öffnen. Zu sagen, ja, es ist ja eigentlich alles gut. Die, die das sagen, die wissen aber auch gar nicht, wie es richtig gut wäre, wenn mal wirklich alles rund läuft. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich solchen Dingen mal zu öffnen, das mal wirklich zu probieren. Das ist auch wirklich von den Maßnahmen her, die ein Coach oder so jemand wie Lisa vorgibt, knallhart durchzuziehen, um mal diese Früchte im wahrsten Sinne zu ernten, wie cool das Leben dann werden kann. Absolut. Mit voller Energie. Mhm. Ja. ja. Ja, spannend. Äh, bevor wir jetzt gleich auf das äh, so spannende Thema Glucosemonitoring äh, zu sprechen kommen, diese eine Frage noch. Äh, du hast vorhin gesagt, ähm, es gibt Menschen, die vielleicht genetisch oder veranlagt sind, dass man vielleicht schneller oder ja, ja schneller Diabetes bekommen kann. Und da das Thema ja so wichtig ist in Bezug auf ist ja einer der Hauptzehn Todesursachen weltweit, Diabetes, mhm. ähm, welche Personengruppen sind denn beispielsweise höher veranlagt, Diabetes zu bekommen und, und inwieweit? Könnte das auch vielleicht genetisch oder familienbedingt, ich weiß es nicht, übertragen werden? Also die Familienanamnese ist für mich immer total wichtig. Also ich frage immer ab, wie sieht es bei den Eltern, Großeltern, Geschwistern aus, ähm, hatten die Diabetes, hatten die Herzinfarkt, also alle so Sachen, Tumorerkrankungen. Ähm, wenn man in der Familie jemanden hat, also bei mir war es auch ganz klassisch, mein Vater, der, der hatte den Diabetes, den Typ-2-Diabetes. Deswegen weiß ich halt, okay, ich habe da schon auch ein großes Risiko für. Mein Onkel hat es auch, also ähm, war es vielleicht dann doch nicht so verwunderlich mit dem Schwangerschaftsdiabetes. Ähm, wenn ich persönlich jemanden in der Familie hätte, kann ich also kann ich so als Tipp mitgeben, dann unbedingt noch mal mehr hingucken. Ähm, ansonsten. Ähm, Du hattest noch was gefragt. <laughs> ich hatte noch gefragt, was so sonst so typische ähm, ja, Personengruppen sind, sowas wie übergewichtige Menschen oder Menschen, ja. die keinen Sport und Stress haben, ähm, inwieweit sowas auch das ja. Risiko an Diabetes Typ 2 erhöhen kann. Ähm, also es gibt ein paar Erkrankungen, die damit einhergehen für Frauen jetzt. Zum Beispiel, was, das PCOS, das ist häufig hm. damit vergesellschaftet, ansonsten natürlich Übergewicht, ähm, weitergehend dann mit dem metabolischen Syndrom. Ähm. Was ähm, sehr stark noch wichtig ist für unseren Zuckerstoffwechsel, sind die Stresshormone und Cortisol. Also jemand, der aufgrund von vielleicht einem allergischen Asthma, einem Rheuma oder so mal längere Zeit ähm, Cortison nehmen musste, der hat auch langfristig ein erhöhtes Risiko für den Diabetes, nicht nur in der Zeit, wo er das Cortison nehmen musste. Also den Leuten würde ich definitiv auch ein Screening empfehlen. Und ähm, Stress macht halt auch einen hohen Zucker. Also. Es macht ja auch irgendwie Sinn, ja. Wir sind ja genetisch immer noch der Steinzeitmensch. Wenn wir Stress haben, bereitet sich unser Körper vor auf Fight or Flight, Kampf oder Flucht. Und dafür braucht unser System Zucker jetzt. Ähm, wenn wir aber den Stress haben, weil wir am Schreibtisch sitzen und unser Körper die ganze Zeit die Energie bereitstellt und Zucker in unseren Kreislauf freisetzt dann sind das halt auch so Sachen, die dann langfristig natürlich auch zu Diabetes führen kann, können. Ja, und spannend. ja, Stress, glaube ich, da sind wir irgendwie fast alle betroffen. Ja, das ist mittlerweile ein sehr zentrales ähm, Element auch in unserem Coaching. Ich habe jetzt noch eine Frage ähm, vorab. Was ist PCOS für die ähm, Das und Zuhörer? ist das polyzystische Ovar-Syndrom. Ähm, das heißt, bei Frauen, die haben ja die Eierstöcke, und da können in den Eierstöcken können sich so Zysten bilden. Das hat dann auch noch andere Sym Symptome: ähm, Zyklusunregelmäßigkeiten, vermehrter Anteil an männlichen Hormonen. Das heißt, das kann dann sein, dass eine unreine Haut dabei ist. Bei manchen ist es auch sehr markant. Die haben ausgeprägten Kiefer, eine tiefere Stimme. Das ist dann schon extrem ähm, Probleme bei der Fruchtbarkeit, also unerfüllter Kinderwunsch. So, ähm, da würde ich auch jeder Frau empfehlen. Die, wenn zur gynäkologischen Sorge geht, das halt ich glaube, das ist auch eine Selbsttalerleistung, dass man halt einmal noch mal den Ultraschallkopf kurz auf die Eierstöcke drauf hält, weil das kann man auch so dann kann der Gynäkologe das sehr schnell sehen, sind da Zysten oder nicht und mhm. sollte das natürlich sein, folgt weitere Diagnostik. Ja, sehr, sehr gut. Okay. Ja, ansonsten ähm, im Punkto Stress noch mal ganz kurz aus unserer auch aus meiner kürzesten Erfahrung hier im Coaching selbst. Geht die Tendenz ganz klar dahin, genau wie du gesagt hast, dass wir letztendlich eigentlich alle, ob durch Konsumtion von Blue Light, also durch Screen, einfach nur durch unsere normale Arbeit, weil die meisten nur mal an einem Computer arbeiten und die, ich sag mal, Ambition, die erfolgreiche Leute einfach an den Tag legen, mhm. selbst das nehmen wir schon als überhöhte Stress wahr, wenn dann auch noch. Selbst harmloser, tendenziell harmloser Kaffeekonsum, ein bis zwei dazukommen. Wenn man dann aber wirklich mal Ruhepuls misst plus Blutdruck und so einen Klienten oder Patienten ähm, genauer kennenlernt, wie viel, ich sag's mal ganz blum, wie viel Schläge da unnötig durchgehen, weil der Puls an einem Ruhepuls massiv erhöht ist. Ähm, das ist wirklich faszinierend, wenn die Personen dann dazu kommen, zu sagen: Okay, ich lass mich mal darauf ein, ich lass mal den Kaffee weg, ich meditiere vielleicht mal so ein bisschen oder konzentriere mich alleine nur praktikablerweise nur auf meine Atmung ja. wie weit die runterfahren was dann aber für Berichte kommen wie viel mehr Leistungsfähigkeit freigeschaltet wird anstatt dass man immer nur oben in diesen ja Wagen 20 Prozent oder in den obersten 20 Prozent so rumhasselt. Ähm, das ist wirklich faszinierend wenn man sich mal so ein bisschen runterreguliert bekommt nur weil wir so ach so geschäftig wirken wollen auch teilweise so das Bild nach außen ähm, das ist wirklich crazy, wenn man das mal ein bisschen umkehrt, runterdämpft, ähm, was dann an, an Potenzial frei wird. Ja. ja. Vor allem hochspannend. Wir reden eigentlich über ein unfassbar wichtiges Gesundheitsthema, aber reden eigentlich die ganze Zeit über Energiemanagement und mehr Leistung. Und ja. Das ist auch so der nächste Punkt in Bezug auf Glykose monitoring dass wir halt gerade mit, wenn wir es vernünftig mal angehen und vor allem ganzheitlich angehen, und deswegen, dieser die erste Frage an dich. Ähm, welche Rolle spielt denn so ein Glucose-Monitoring? Wir haben es ja ganz am Anfang der Podcastfolge schon mal einmal, ähm, oder du hast es einmal erwähnt, ähm, dass du es auch regelmäßiger machst. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, was so ein Glucose-Monitoring ist, also so eine Blutzuckermessung ist und äh, ja. was das für einen primären Nutzen hat. Okay, sehr gerne. Also ähm, ursprünglich und eigentlich generell wie die ganze Zuckerstoffwechsel. Wissenschaft, das wurde ja alles vom, von der Zuckerkrankheit Diabetes her abgeleitet. Und dieses Device, da gibt es verschiedene Firmen. Ich benutze den Freestyle Libre, wurde ursprünglich mal für Diabetiker entwickelt, dass die halt kontinuierlich in Zucker messen können, wenn sie zum Beispiel eine Insulinpumpe haben, damit das dann aufeinander abgestimmt wird. Ähm, es ist aber sehr, sehr spannend, das auch einfach mal so an sich selbst zu testen. Also man hat ähm, einen kleinen Sensor, der kommt mit so einem Stempel, den bringt man an der Hinterseite des Rücken des ähm, Oberarms an. Und man also es tut gar nicht weh. Manchmal haben so ein bisschen Angst, dass es geht wirklich ganz schnell. Man drückt und dann wird er sozusagen in die Haut reingeschossen und da bleibt auch keine Nadel im Arm oder so, sondern das ist wirklich nur so ein Messfaden, der dann so an einem Pflaster dran hängt. Und den kann man dann für zwei Wochen tragen. Für zwei Wochen hält so ein Sensor. Den verbindet man dann über Bluetooth mit seinem Handy. Das initialisiert sich dann kurz und dann hat man halt für 14 Tage wirklich kontinuierlich seinen Blutzucker auf so einer Kurve und kann sich das auf seinem Handy anschauen. Und ähm, warum ist das sinnvoll? Weil man einfach so auch schauen kann, wie reagiert man auf welche Lebensmittel. Wir wollen eigentlich, dass unsere Kurve möglichst ähm, konstant ist. Nach Mahlzeiten sind Wellen gesund und erlaubt, aber wir wollen keine hohen Anstiege. Diese hohen Anstiege, die sehen dann so aus wie Zacken, die nach oben gehen. Das nennt sich dann Spike. Also Spikes wollen wir möglichst nicht haben. Wir wollen auch nicht, dass nach einer Mahlzeit unser Blutzucker ganz schnell wieder runterrauscht und unter unsere Ausgangskurve geht, also unter die Baseline. Das macht dann nämlich Heißhungerattacken, wenn der Zucker runterrauscht und unter die Baseline geht. Und was auch wichtig ist, was passiert in der Nacht, wenn wir lange nichts essen? Und wie kommen wir morgens raus? Sind wir morgens nüchtern unter diesem Wert von 100, der empfohlen ist? Oder kommen wir gar nicht überhaupt unter diese 100 runter? Ja, absolut. Zwei Punkte dazu. Ich muss eine lustige Geschichte erzählen von meinem ersten ähm, Glukosesensor, den ich mir reingejagt habe mit dem Arm. Ich hatte so Angst, ich wurde nämlich ähm, ein bisschen veräppelt, dass äh, die Aussage war: das tut höllisch weh. Hm. Und dann habe ich mich tagelang gestreut äh, davor, den jetzt reinzujagen in den Arm. Und irgendwann habe ich es gemacht. Und dann habe ich, während ich das gemacht habe, einfach geschrien, um den Schmerz zu unterdrücken. <lacht> <lacht> aber es tat gar nicht weh. Es aber... tut doch nicht weh. Ja, aber tatsächlich mhm. ist es eine Strategie vom zentralen Nervensystem mhm. zu schreien oder Aua zu sagen, ja. damit der Schmerz unterdrückt wird. Von daher dachte ich, ich mache jetzt eine, eine clevere Strategie, um den möglichen Schmerz, der da ist, äh, zu <lacht> <lacht> eliminieren. War aber gar nee. nicht nötig. <laughs> es ja. war nicht nötig, es tat nicht weh. Korrekt. Nee. Ähm, ansonsten würde ich noch einen Punkt äh, gerne ergänzen. Wir haben ja auch relativ ähm, viele Sportler, aber auch generell. Deswegen meine ich vorhin, wir reden zwar eigentlich über ein unfassbar wichtiges Gesundheitsthema, aber also der primäre Fokus, warum ich das gemacht habe und das, was bei mir der Vorteil war, war mein Energiemanagement. Ich habe das so, also ich mache das auch zweimal im Jahr ungefähr, dreimal im Jahr manchmal. Äh, Im ersten Jahr habe ich es, glaube ich, viermal gemacht, also ein bisschen öfter. Und ich kann ganz klar sagen, dass, ich, dass das Fazit von mir danach war, ich. Ich habe ein Energielevel gehabt danach, das war, ich weiß nicht, 20, 30 Prozent höher, weil ich eben meine Mahlzeiten so optimieren konnte, dass ich genau diese Spikes, die du gerade angesprochen hast, ja. vermieden konnte. Und das machen wir mittlerweile auch mit ganz vielen Klienten bei uns, dass wir das äh, immer wieder machen. Also gar nicht nur für den Athleten, für den Sportler, sondern auch für viele, die einfach viel Performance im Alltag, im Beruf äh, vollbringen müssen. Und das ist klassisch, ich hatte das früher auch. Meine, mein Mittagessen, ich habe gegessen und ich war danach hundemüde. Ich musste mich erstmal hinlegen. Also, es war so häufig so. Mhm. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Story gemacht, wie ich mein Frühstück gepostet habe mit so 2200 Kalorien. Und das ist beispielsweise auch, das habe ich nur optimiert durch das Glykosemonitoring. Also, es sind so 250 Gramm Haferflocken, ein bisschen dunkle Schokolade. Und ich zum Beispiel reagiere da so genial drauf, dass bei mir passiert gar nichts. Also, Ach, es Küche. steigt nichts ja. an. Es, der wäre ist immer noch 95, wenn ich das gegessen habe. Und wenn das andere zum Beispiel machen und deswegen. Das wäre gleich die nächste Frage an dich, weil das Thema so individuell ist. Bei manchen Menschen bleibt es dann nicht bei 95, sondern geht dann auf 130 hoch. Und deswegen die Frage an dich: Wem würdest du das alles empfehlen, so ein ja so ein Glukose-Monitoring mal zu machen? Ich würde es tatsächlich jedem mal empfehlen, weil man weiß einfach nicht, auf was man wie reagiert. Bei mir war nämlich leider das mit den Haferflocken. Ich habe immer Haferflocken gefrühstückt und als ich das erste Mal das Monitoring gemacht habe, habe ich so gedacht: Oh mein Gott, oh. ich glaube, ich bin <laughs> auf 140, 150 oh. hoch. Und ich habe mein Frühstück halt umgestellt. Es gibt halt jetzt äh, den Joghurt oder den Quark halt, äh, nicht mit dem sondern mit Beeren oder Zitrusfrüchten. Dann kommt nochmal Nussmus oben rüber. Und damit habe ich eine stabile Kurve. Aber zum Beispiel, was ich auch häufiger mal hatte bei Patienten, die nachts immer aufwachen. Manche wachen nachts immer um eine relativ gleiche Zeit auf und die unterzuckern in der Zeit. Und dann zu sehen, okay, was Essen die denn normalerweise zum Abendbrot und um das anzupassen? Und man kann halt wirklich nicht sagen, wie man auf was reagiert. Zum Beispiel, ich hatte abends gedacht, oh, ich mache mal einen gesunden Snack. Es stand irgendwie noch für die Kinder, die kriegen mal so Gemüseschnitze zum Abendbrot und dann stand halt noch der Kohlrabi rum und da dachte ich, okay, snack ich den halt. Vom Kohlrabi ist mein Blutzucker so in die H Höhe geschossen. Also, ja. wenn man wirklich eine optimale Blutzucker- sage ich mal, Kurve haben möchte, damit man leistungsfähig ist, dass man nicht diese Spitzen hat und diese Downs, würde ich jedem empfehlen, erstmal ein bis zwei Wochen tatsächlich einfach nur beobachten, sich so einen Tracker holen und einfach mal beobachten, was passiert, wenn ich das und das esse. Und dann anpassen. Und ich mache es heutzutage so, dass ich so circa einmal im Quartal das wiederhole, weil ich bin Mensch, ich versuche mich saisonal und regional auch zu ernähren. Das heißt, Je nach Saison ändern sich auch so ein bisschen meine Ernährungsmuster. Und ich gucke dann immer, wie passt es gerade. Oder auch wenn man jetzt sagt, ähm, man stellt sich um. Aktuell trainiere ich gerade auf einen Halbmarathon hin. Ich laufe halt viel mehr. Das heißt, meine Glykokenspeicher, die werden ja auch mal richtig leer, wenn ich so einen Zwei-Stunden-Lauf mache, vertrage ich danach vielleicht meine Haferflocken dann doch ganz gut, Oder? dass ich den Tag nach meinem langen ja. Lauf doch meine Haferflocken essen kann. Ähm, ja, und. Es ist schon ziemlich spannend, einfach mal so zu sehen, wie man reagiert. Genau, und dann, ähm, also mit dem Halbmarathon finde ich gut, und ich habe auch einen Satz vorhin schon ausgeschrieben. Also als genereller Leitsatz kann man sich einfach mal vorstellen, auch so ähm, spitzmäßig, wie du vorhin überhaupt die Entstehung von Insulinresistenz erklärt hast, dass man sich einfach mal bewusst macht, dass der Zucker wieder raus aus dem Blut muss, sozusagen. Ja. Ob ich dann. Halt, weniger Zucker esse, damit nichts nachkommt, oder halt zum Beispiel laufen gehe oder halt ein Krafttraining mache. Und da möchte ich kurz sagen, ähm, Insulin ist ja ein durchaus oder eins mitunter der stärksten Hormone, die wir haben, aber das ist ja auch positiv. Wir dürfen es ja auch nicht komplett verteufeln. Im Gegenteil, ne, wenn du jetzt zum Beispiel Krafttraining machst, dann ja. wollen wir das haben, ja haben. Ne? Also da gehen ja Maßnahmen bis äh, hin zu, ähm, keine Ahnung, wie viel äh, Maltodextrin danach mhm. mit einer Proteinquelle. Um genau die Insulin, also wirklich auch einen Spike, bewusst auszulösen, damit dann auch das Protein dort ankommt, wo es ankommen soll. Ja, für Bodybuilder ja, wir ganz Muskelaufbau wichtig. Muskelaufbau reden und so, also von daher immer gerne differenziert betrachten, aber tendenziell, klar, muss Zucker nur dann im Blut sein, wenn er wirklich benötigt wird, in dem und. Sinne. Eine Sache möchte ich noch mal dazu sagen, weil wir reden jetzt so die ganze Zeit von Zucker. Es geht ja eigentlich gar nicht nur um den klassischen Zucker, sondern generell um Kohlenhydrate, also ähm, Kartoffeln, Reis, Nudeln. Das alles ist ja eigentlich alles Zucker. Und es heißt aber nicht, dass wenn wir jetzt sehen, okay, bei den Nudeln reagiere ich mit einem starken Spike, dass wir keine Nudeln mehr essen dürfen. Genau. Sondern oft sind es auch so Anpassungen, wenn ich vorher einen Salat esse mit Essig und Öl und die Nudeln danach, dann ist der Spike. Viel flacher. Und sowas kann man dann halt nach und nach ähm, durch Selbstexperimente rausfinden, wie kann ich das, was ich gerne esse, irgendwie anpassen, indem ich es vielleicht zu einer anderen Zeit esse oder noch was davor esse oder was danach esse, um einfach diesen Spike nicht so krass zu haben. Ja, ja das, das trifft den Nagel auf den Kopf in der Form, als das unsere Praxis auch zeigt. Ich komme gleich nochmal auf dein Kohlrabi-Beispiel. Dann komme ich nämlich mit meinem Tomatenbeispiel äh, auch aus der Praxis. Äh, praktischen Erfahrung. Ich habe es vorhin extra noch nachgeguckt und es ist nicht viel Zucker drin, aber es ist Zucker in Tomaten, je nachdem, über welche Art wir reden. Äh, ich habe es vorher extra recherchiert. Ich habe es nicht geglaubt, aber, ja, aber ja. es ist halt Zucker in Tomaten drin. Und wenn dann abends immer Tomatensalat gegessen wurde von einer Klientin, die halt abnehmen wollte und sagte, in Tomaten ist ja faktisch nichts drin, aber es kam einfach keine Gewichtsreduktion äh, zustande durch dieses Ritual. Was wir einfach mal knallhart so getestet haben. Ne, und genau das ist äh, das Ding. Also bei ihr gab es eine Insulinantwort auf Tomaten. Dann kann man, wie du gerade sagtest, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu verstehen, wenn ich so einen Sensor benutze, wo die Variationsmöglichkeiten sind. Das gilt aber fürs gesamte Leben tatsächlich, ja. wie man seine Ernährung tunen kann. Selbst wenn ich eine Kohlenhydratquelle habe, dann kann ich die Insulinantwort durch die Zugabe von anderen Makronährstoffen, sprich Protein und Fett, variieren. Also, modulieren würde ich sogar fast sagen. Ja. Das gilt es halt echt auszuprobieren. Ja. Ähm, und ich finde das ganz toll, wie du es gerade gesagt hast, dass du das quartalsmäßig machst. Jetzt nochmal ein ähm, Appell an die, ich sag mal, vielleicht eher faule Fraktion oder die immer wieder sagt, aber es kann ja nicht so relevant sein, weil ne, das haben wir auch immer mal wieder, zu sagen, wenn man das mal zwei Jahre gemacht hat, also zwei Jahre hintereinander, mit anderen Worten, achtmal zwei Wochen getrackt hat, danach versteht man sich selber. Ich appelliere auch immer gerne an Eltern, was die dann lernen. Im Sinne über Ernährung für ihre Kinder, was sie dann weitergeben können. Es ist absolut unbezahlbar. Absolut. Das ist mit nichts zu vergleichen, wie viel besser man sich dann kennenlernt, wenn man das mal über Zeitraum XY, also die Sache einfach mal mittelgroß zu denken. Ich mache das jetzt mal für zwei bis drei Jahre vielleicht sogar, einmal im Quartal. Also, das ist, der Effekt ist einfach riesig. Ja. Ähm, also auch nochmal ja? die Lanze dafür. Wir sprechen jetzt sehr viel von Zucker und Diabetes, aber der Blutzucker, der ist ja so für alles eigentlich im Körper wichtig. Ja. Denn ähm, durch einen hohen Blutzucker und einen hohen Insulinwert beeinflussen wir auch andere Sachen. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt zu. Insulin als Wachstumsfaktor ähm, kann Krebswachstum hm. fördern, ja. was kein Mensch haben möchte. Ähm, Alterung, sei es jetzt, also letztendlich, was ist Alterung? Unsere Proteine kalkulieren, ähm, also Zucker lagert sich da an. Und natürlich, je häufiger man Spikes hat, und der Spike ist ja nicht nur dort, wo der Sensor ist, sondern der ist ja in dem Moment in unseren 30 Billionen Zellen dieser Spike. Das heißt, alle Zellen altern dann schneller. Das führt zu... Falten, das führt zu Katarakt, das heißt, die Linse im Auge trübt sich, das führt zu Atherosklerose. Also, es sind ja, das ganze System ist ja davon betroffen. Es ist ja nicht nur, dass wir vielleicht einen Diabetes damit verhindern können, sondern die komplette Alterung und viele Krankheiten können verhindert werden, wenn wir einen guten Glucosestoffwechsel haben. Und den haben wir, wenn wir wissen, wie wir funktionieren. Und dafür sind diese Sensoren einfach toll, um uns selber kennenzulernen. Absolut, ja, besser kann man es nicht. Äh zusammenfassen. Jetzt jetzt einmal ganz praktisch. Ähm, was war das bei dir? Nochmal für ein Gemüse, was du gerade sagtest, Kohlrabi. Kohlrabi. Ich kenne die Nährwerte von Kohlrabi jetzt gerade nicht auswendig, muss ich gestehen. Ähm, aber du hast darauf reagiert, Insulinogen. Ja. Ja, auch wieder so ein Beispiel, ähnlich wie mit den Tomaten. Leute, guckt es euch an, es macht so viel einfacher und ihr schafft so viel mehr Klarheit in eurer Ernährung, anstatt zu sagen: Ja, aber es müsste eigentlich funktionieren, wieso nehme ich bloß nicht ab? Dann muss man halt einfach mal genauer hingucken. Ja, und das geht mit diesem Sensor. Vielleicht nur genau. noch nochmal so einen, einen Ticken tiefer noch in die Praxis beziehungsweise in Werte eintauchen. Jetzt haben wir ja mhm. relativ viel über ähm, so Tracking geredet. Ähm, was sind denn Werte, die wir anstreben sollten und welche Werte sollten mhm. wir zum Beispiel versuchen zu oder welche gilt es zu vermeiden? Du hast auch einmal gesagt, diese Spikes zum Beispiel. Welche Werte sind Spikes? Also sind das 120, 150? Wie kann man sich das äh, vorstellen? Ja, ganz wichtige Frage natürlich. Also zum einen finde ich, sind die absoluten Werte gar nicht so wichtig, weil die Baseline ist bei jedem unterschiedlich. Und tatsächlich habe ich bei mir selbst festgestellt, dass die Baseline manchmal variiert. Also manchmal wache ich morgens mit 85 auf und dann halt so die ganzen zwei Wochen. Und manchmal wache ich morgens irgendwie mit 100 auf und auch die zwei Wochen. Ich checke dann halt nochmal gegen, indem ich so einen Einmal-Blutzuckertest am Finger mache mit so einem normalen Messgerät, was die meisten kennen. Und da sehe ich halt, dass dieser Sensor nicht unbedingt immer den Zucker wiedergibt, wie er tatsächlich im Blut ist, weil wir messen halt im Unterhaut Fettgewebe und nicht das venöse oder kapilläre Blut. Ähm, aber wenn man jetzt seine Baseline hat, dann sollte die schon morgens am besten so unter 100 sein. Wenn die jetzt knapp drüber ist, kann man halt mal gegenchecken. Das machen zum Beispiel auch Apotheken, kann man in die Apotheke gehen. Und sagen, ich möchte einmal meinen Blutzucker messen und gucken, passt das mit dem, was der Sensor mir gerade anzeigt. Von der Baseline ausgehend, wenn wir jetzt etwas essen, sollten wir, ich sag mal so 40 um 40, das also jetzt Milligramm pro Deziliter, da gibt es verschiedene Einheiten. Ich nehme da die Milligramm pro Deziliter, sollten wir nicht mehr um 40, maximal 60 ansteigen. man sollte auch nach zwei Stunden schon wieder gut auf dem Rückweg zu seiner Baseline sein. Ich selber habe auch mal Anstiege gehabt, wo ich irgendwie bei 100 gestartet bin und bei 220 rauskam. Das ist schon extrem und das ist auch, ja, also da sehe ich halt, mein System hat schon Probleme, viel Zucker auf einmal zu verwerten. Mhm. Das. Darf man sich jetzt aber auch nicht zu verrückt machen. Das darf halt mal vorkommen. Ich glaube, bei mir war das so ein asiatisches Essen. Ich glaube, Sushi oder so. Also, ich habe bei mir gemerkt, Reis und Fisch ist sowieso schon eine schlechte Kombi. Und Sushi, Reis, viel Zucker ist halt dann nochmal schlechter. Ähm, genau. Also, nach dem Essen ein Anstieg um 40 bis, sagen wir mal, maximal 60 ist okay. Und nach zwei Stunden sollte man wieder ungefähr beim Ausgangswert sein. Ja. Und es darf Was? auch durchaus zwei Stunden dauern. Ne? Also, es muss ja, ja nicht runterstürzen. Also auch genau, den... es soll langsam. Es soll so eine richtig schöne, wie so eine genau. gaussische verteilungsgruppe sein. Es geht langsam hoch und langsam wieder runter. Genau, es soll sich langsam wieder der Baseline annähern und nicht unter die Baseline runterstürzen, quasi. Ne? Genau. Das ist auch nochmal wichtig. Ja. Genau, und dieses Runterstürzen, ich ähm, liebe das an mir zu experimentieren. Ich habe mich auch mal mit diesem Sensor ins Labor gesetzt und diesen oralen Zuckertest gemacht. Und. Ähm, das war dann wirklich spannend. Also man trinkt da so 200 Milliliter Glukoselösung. Also, <laughs> lecker. Mhm. Ähm, ist aber letztendlich, was viele Leute tagtäglich machen, halt so ein halber Liter Cola oder so. Und bin dann natürlich richtig schön hoch. Es gab einen richtig schönen Spike. Ich glaube auch so an die 200 ran und bin dann sowas von abgerauscht, dass dann, man bekommt dann nach einer und zwei Stunden Blut abgenommen. Und nach zwei Stunden kam dann die Laborassistentin zu mir und meinte, ähm, ich glaube, Sie müssten jetzt mal was essen. Und ich meinte, ja, ich glaube auch. Ich war nämlich am Zittern. Ich hatte einen Schweiß, richtig so einen Schweißausbruch und mein Zucker war irgendwie auf 60 runtergefallen. Und 60 ist extrem niedrig für mich. So mhm. niedrige Werte habe ich nie. Und das passiert aber halt, wenn wir morgens aus dem Haus gehen. Keine Zeit fürs Frühstück haben und denken, wir tun uns was Gutes und kaufen uns unterwegs zum Beispiel einen Smoothie, wo nur Obst drin ist und sonst nichts, dann schütten wir uns halt einfach die Glucose rein, spiken einmal richtig schön hoch und nach zwei Stunden hängen wir da, ja. sind zittrig, kriegen Heißhunger und natürlich zwei Stunden später wird dann auch nichts Vernünftiges meistens da sein. Dann geht man vielleicht zum Snackautomaten und zieht sich einen Snickersriegel oder so. Deswegen ist das Frühstück, finde ich, auch so wichtig. Ja. dass man da schon die Grundlage für den Tag ähm, legt, dass man über den Tagesverlauf eine gute Kurve hat. Weil wenn man mit so einem Spike am Morgen anfängt, dann ist so eine Achterbahn schon vorprogrammiert. Ja, mit dem äh, Sensor dann nachweisbar, ich formuliere das immer relativ praktikabel in der Form, man isst, wenn man insulinogen reagiert, also so vor allem im Spike, man isst faktisch etwas, was einen wieder müde macht. Weil das kommt ja teilweise auch noch mit dazu und dann ist auch der Moment, nach dem Smoothie gibt es dann wieder erstens schnelle Energie, also so crave der Körper dann ja am ehesten, also ne? und äh, am liebsten dann auch den Kaffee noch hinterher, also tendenziell dann meistens den zweiten Kaffee schon. Ähm, und dann ist man wieder eigentlich in so einer äh, Abwärtsspirale den ganzen Tag über. Ja. Ich habe noch eine Frage, was würdest du denn empfehlen? Weil tendenziell ist ja erstmal auch auf einen Wert von 60 runterzukommen, jetzt nicht per se falsch. In dem Sinne, wenn man das tolerieren kann, ja. ähm, wie würdest du denn jemandem basierend auf den Zahlen, jetzt Milligramm pro Deziliter hier den Einheiten empfehlen, äh, abzunehmen? Wenn jemand wirklich abnehmen möchte, wie würde dann das Zahlenmanagement hier aussehen? Ähm, also da muss man sich halt bewusst machen, immer wenn ich auf meiner Kurve einen Ausschlag habe, heißt das, ich habe gerade viel Glucose im System. Und unser Körper wird als Antwort immer Insulin ausschütten. Und Insulin hemmt halt den Fettabbau. Wer abnehmen möchte, möchte natürlich gerne Fett verlieren, nicht Muskulatur. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Ausschläge haben, damit auch möglichst wenig Insulin freigesetzt wird. Das heißt, die Werte an sich sind gar nicht so relevant. Und der Tracker kann auch tatsächlich helfen, gerade so Leute, die den ganzen Tag immer gerne mal am Snacken sind, da so zu sehen, okay, was macht das eigentlich mit mir? weil es gibt die Snacker, die halt sechs, sieben, acht Mal am Tag kleine Mahlzeiten essen und vielleicht trotzdem nur 2000 Kalorien oder ich weiß jetzt nicht, wovon man ausgeht, was halt der Grundumsatz wäre, den man bräuchte, um abzunehmen. Ein Kaloriendefizit muss halt da sein, mhm. ähm, die eigentlich von den Kalorien her so sind, dass man sagt, da ist ja ein Defizit da, das müsste passen, mhm. aber die halt die ganze Zeit Ausschläge haben und immer wenn wir den Zuckerausschlag haben, haben wir halt auch Insulin im System. Und Insulin stoppt halt die Fettverbrennung. Ja. Also da kommt es gar nicht auf die tatsächlichen Werte an, sondern wirklich auf die flache Kurve. Außer man hat halt jetzt wirklich morgens schon immer Werte, die über 100 sind. Dann spricht es dafür, dass eventuell eine Insulinresistenz da ist. Da würde ich dann weitere Diagnostik definitiv empfehlen. Ja, super. Ich denke, das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich, wenn jemand wirklich mit dem Hauptziel des Abnehmens, mit dem Tracker jetzt so ein bisschen hier auf unsere Dreier-Empfehlung äh, reagiert, ne, dass da äh, auch schon mal so ein kleiner Pack an zumindest ist, wie die Werte dann zu interpretieren sind. Und dass natürlich trotzdem die Gesamtkalorienmenge und in gewisser Weise wahrscheinlich auch das Timing, selbst wenn die Kurve flach bleibt, wie viele Kalorien morgens, mittags und abends dann doch irgendwo relevant sind. Ja. Aber selbst das haben wir auch aus der Praxis, bleibt immer super individuell. Ja, genau. Hey vielleicht nochmal zu dem Punkt vorhin du hast gesagt du experimentierst so gerne mit deinem Körper ich auch und ich fand das ich habe das ja schon so oft mit dem, äh, dem Blutzuckermonitoring gemacht und eine Sache war bei mir zum Beispiel total spannend vielleicht auch für alle Spoiler da draußen wichtig ich habe ähm, ich mache das ähnlich wie du ich habe den ersten Sensor oder die ersten zwei habe ich so relativ normal gemacht, dass ich so lebe wie immer und dann habe ich halt danach einen Sensor gemacht, dass ich wirklich mal sieben Tage am Stück teste, also nicht nur einen Tag test und dann gucken so wie ist der nächste Tag, sondern ich teste dann wirklich sieben Tage ganz extrem, um wirklich zu gucken, okay wie reagiere ich auf irgendwas mhm. und ich ähm, nehme immer so ein bis zwei Sachen vor und ich habe in einem Zyklus, also diese zwei Wochen mal sieben Tage relativ extrem ähm, hochintensives Training gemacht, also mhm. wirklich sehr extrem. Und da habe ich zum Beispiel in der gesamten Woche einen Durchschnittswert von 114, 115 gehabt, also durchgehen aufgrund des hohen intensiven Trainingspensums. Und das sieht man auch bei Sportlern relativ häufig, dass zum Beispiel der HBA1C-Wert etwas erhöht ist als diesen Wert, den wir eigentlich anstreben. Und äh, das ist vielleicht nochmal so für, für den Kontext wichtig. So, wer ist da gerade? In welcher Phase bist du? Wann nimmst du den Sensor? so? Äh, weil bei mir, wie gesagt, war das auch erhöht und dann, so ist es natürlich auch so, wenn man dann so sieht, so 115 im Schnitt und denkt man so, krass, ja, in zehn Werten höher wäre ich so im diabetischen Bereich oder so im Bereich, wo der nicht optimal ist. Aber wie gesagt, der Kontext ist total entscheidend. Und äh, das ganz andere Extrem bei mir war das Thema ähm, Kälte und Meditation. Also ah, beides. Ja. Super spannend, wie der Blutz Eisbaden, ja Eis absolut ja. bei mir. Ähm, Hochspannend zu sehen, wie gut und krass sich der Blutzuckerspiegel normalisiert. Also Hammer, das mal in der Praxis dann auch zu sehen. Ich müsste eigentlich schnellstmöglich mal mit dem Sensor starten, weil ich Eisbade jetzt recht konse sehr konsequent seit drei Wochen. Ähm, ich kenne ja meine Werte von vorher in etwa. Das wäre jetzt echt noch mal interessant. Also die Tendenz ist tatsächlich schon bisschen zu wirklich optisch, einfach nur im Spiegel recht gut, ja. sage ich jetzt mal. Also ich kann das erstmal nur so, so, so subjektiv bestätigen. Ich glaube, es wird mir wieder Zeit für so einen Sensor auch von mir. Ja, weil <laughs> es ist ein super spannendes Thema, weil ich liebe auch Eisbaden. Und am ersten Mal, ah, ja. als ich mit dem Sensor Eisbaden war, ich dachte erst, irgendwie der Sensor ist kaputt, weil mein Zucker so runtergegangen mhm. ist. Und ich dachte, okay, ich bin ja jetzt gerade so kalt, wahrscheinlich äh, meine Gefäße, die verengen sich, da kommt jetzt gerade nicht so viel Blut an. Aber auch als ich dann wieder richtig warm war, war mein Zucker immer noch deutlich unter meiner Baseline und es hat locker vier, fünf Stunden gedauert, bis ich dann wieder bei der Baseline war. Also oh. Eisbaden ist super, um wirklich mal den Stoffwechsel sozusagen anzukurbeln, dass Glukose verbraucht wird. Krass, ja. aber genau das habe ich auch gemacht. Thermogenese und so weiter lässt grüßen. Ja. Ähm, jetzt machen wir hier voll den Sensor- und Eisbad-Hype. <laughs> Gerade nach dem Abnehmthema, das wird bestimmt den einen oder anderen Trigger setzen. Bin gespannt. Mhm. Was dafür, ja, gerne Feedback von euch, ja, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, da sind wir immer sehr, sehr offen für und äh, können das dann auch zum Beispiel über Instagram äh, mal raushauen, was ihr für Ergebnisse erzielt. Ja, äh, ja da sind wir immer sehr gespannt drauf. Ja, spannend. Äh, Mist, ich könnte jetzt noch irgendwie stundenlang über das Thema weiterreden. Ja, okay, Es ist ein so unglaublich spannendes Thema, weil es irgendwie ah, so gesundheitlich und Thema Performance. Es ist einfach ultra relevant. Und, ja. ja. Ist, äh, ist so spannend. Ähm, gut, Stunde gleich vorbei. <laughs> äh, vielleicht kommt es ja irgendwann zu so einer äh, 2.0 äh, noch tieferen äh, Folge in Bezug auf der gesamten Thematik. Ähm, Lisa, am Ende stellen wir immer noch mal so drei kleine Abschlussfragen. Zwei persönliche Okay. Äh, zu dir die kann okay mhm. voll Begeisterung <laughs> <laughs> und eine sehr generische Abschlussfrage äh, erste Frage was war dein Lieblings oder dein schönster Urlaubsort wo du warst tatsächlich mein Winterurlaub wo ich jetzt gerade war ähm, wir buchen immer sehr spontan so kurz vor knapp und es war so schön dass wir noch vor Ort direkt für nächstes Jahr wieder gebucht haben Cool. Mit äh, Eisbaden im, im Wien war das jetzt, oder? Oder, okay. äh, oder? Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt verrate, nicht, dass dann da alle hinwollen, die <laughs> <so, lacht> ja? Also, es war Österreich <laughs> und es war ein sehr schönes äh, Resort Und ich hatte direkt vor meiner Hütte auch einen ähm, Badeteich mit oh, Eisschicht, geil. wo aber auch so ausgeschlagen ein Loch war, wo man dann jeden Tag Eisbaden konnte. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, der passt irgendwie zu der ja. Erfolge jetzt. Du darfst es für dich <lacht> behalten. <lacht> ja. Aber vielleicht nee, jeder vielleicht, selber recherchieren. Vielleicht frage ich gleich nach der Folge noch mal, wenn du sind. Ich bin ja immer ja, neugierig na. und immer offen für <laughs> neue Inspirationen, für äh, schöne Orte. Äh, ansonsten zweite Frage: Was ist äh, deine Lieblingssportart? Oh, uh, das ist schwer, mich da zu entscheiden. Mir nee, eigentlich nicht Kraftsport. Da komme ich oh. immer wieder zurück. Und das ist auch immer egal, was ich gerade. Also wie gesagt, gerade Halbmarathontraining. Ich laufe sehr viel und ich vermisse das so ein bisschen. Weil, ah, der Tag hat nur 24 Stunden und ich muss halt jetzt am Kraftsport ein bisschen sparen und ich merke, ich vermisse das, ja. ja. Was soll ich sagen? Strong move. Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, ja nice. Äh, letzte Frage, dritte Frage. Wenn es äh, eine einzige Sache gibt, die du jeder Person empfehlen würdest, um bis ans Lebensende gesund, schmerzfrei, erfolgreich zu sein, was wäre das? Das ist eine sehr schwere Frage, weil eine Sache ist natürlich schwer. Und da aber jeder ja so individuell ist, würde ich tatsächlich sagen, sich immer mit sich selbst zu connecten und mit seiner Intuition und mit seinem Körper und darauf zu hören, was brauche ich eigentlich jetzt gerade. Weil das wird dann für jeden immer die richtige Antwort sein. Sehr schön. Einfach mal etwas tiefer reinhorchen. Ah, ich liebe so Tipps immer. Ja. Ich bin ja auch immer so, ich finde das immer besser, als wenn man so sagt, äh... Training. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer so schön und es äh... ja, sieht doch jeder anders. Und wenn es sowas Banales ist wie, hat man, mhm. glaube ich, auch schon mehr Lesen. Absolut. So, ne? Also das kann im Prinzip alles sein, aber das passt jetzt auf jeden Fall. Ja, es gibt das... halt viele Sachen, Ernährung, Schlaf, Bewegung, aber selbst wenn ich das alles optimal mache, vielleicht brauche ich gerade was ganz anderes. Vielleicht brauche ich äh, heute Abend Ben und Jerry's. Warum ja. auch immer. Ja, mhm. ja absolut. Das ist wieder. So ganz am Anfang der Folge, diese schöne Balance ja. im Leben. Äh, Lediglich die Dosis macht das Gift. Genau. <lacht> <lacht> ganzen Ben and Jerrys jetzt. Ja, <laughs> ja nice. Äh, Lisa, danke für die. Ähm, ich fand es super, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir ja. über das äh, Thema auch zu reden. Und danke vielleicht so, mir als, auch. so als letzte Frage: Wo können denn alle Zuhörer und Zuhörerinnen denn dich finden? Ähm, ich bin auf Instagram unterwegs. Unter meinem Namen lisa.lysatschenko findet man mich. Genau. Verlinken wir über alles nochmal. Auf jeden in Fall. Shownotes. Wenn ihr das hier hört, könnt ihr nach unten klicken oder nach unten scrollen und unten klicken und dann bekommt ihr den Content von Lisa. Und ich glaube, wir konnten äh, tatsächlich einiges aufräumen. Also ich bin super, super dankbar für die Folge, Lisa. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Ähm, das war nicht nur Inspiration, da war auch viel Know-how dabei, mit dem ihr Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch direkt was anfangen könnt. Traut euch ruhig auch mal ja euch so einen Sensor ja. in den Arm zu jagen macht's mit Timus äh... ich werde das auch bald wieder machen ist ja jetzt bald Frühlingsbeginn das heißt mhm. eine neue Saison startet und ich teile das natürlich auch gerne auf Instagram und Perfekt. da dürfen mir Fragen gestellt werden da freue ich mich immer Spitze genau dann äh, springt auf den Zug mit auf ja lasst euch von Lisa abholen und mitnehmen und ähm, ob die Feedbacks da oder bei uns kommen wir werden dann gucken äh, ich tendiere auch stark zu einer zweiten Folge auf jeden Fall <laughs> ja vielleicht noch mal mit mehr Erfahrung vielleicht dann auch mit User-Erfahrung und ähm, dann wünschen wir dir alles Gute, Lisa. Dankeschön, euch danke ja. auch. Ähm, hilf möglichst vielen Menschen weiter auf diesem Wege, das ist sehr, sehr nützlich auf jeden Fall und auch unser äh, Anspruch und ja, dann würden wir sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und wem das gefallen hat und vor allen Dingen, wenn ihr jemanden kennt, dem das helfen könnte, dann teilt diese Folge auch gerne Absolut. und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Lisa, vielen Dank dir. Danke ich danke euch. Ciao. Bis zur nächsten Woche. Wir zusammen.